Hallo liebe Community, in diesem Video beschäftigen wir uns wie im vorherigen Video angekündigt mit der Permatheorie von Martin Seligman. Aus Gründen des besseren Verständnisses wird in diesem Video bei personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form von uns verwendet. Diese verkürzte Sprachform beinhaltet keinerlei Wertung und dient lediglich der besseren Verständlichkeit des Inhalts unseres Videos. Martin Seligmans Buch Flourish zeigt uns sein Konzept zum Erlangen von Wohlbefinden. Wohlbefinden hängt nicht ausschließlich vom Glück jeder einzelnen Person ab. Durch Umsetzung von Seligmans Permatheorie kann jeder einzelne von euch mehr Wohlbefinden erlangen. In unserem letzten Video, Einführung in die positive Psychologie, haben wir bereits erklärt, dass Wohlbefinden multidimensional ist und sowohl aus hedonistischen als auch eudaimonischen Aspekten besteht. Martin Seligman erläutert in seiner Theorie des Wohlbefindens fünf Elemente, die zu einem aufblühenden Leben führen sollen. Positive Emotionen, P. Engagement, E. Positive Beziehungen, auf Englisch Relationship, R. Sinn, auf Englisch Meaning, M. Und Errungenschaften, auf Englisch Accomplishment, A. Laut Martin Seligman repräsentieren diese fünf Bausteine der Wellbeing-Theorie diejenigen fünf Faktoren, die Menschen um ihrer selbst willen verfolgen, um glücklich zu sein. Eure intrinsische Motivation wird euch dabei helfen, dass ihr dem Ziel, euer Wohlbefinden zu steigern, beharrlich nachgehen werdet. Schauen wir uns nun den ersten Baustein der Permatheorie an. Baustein 1: Positive Emotionen. Diese Komponente beschreibt eine hedonistische Orientierung, die sich auf das Erleben positiver Emotionen fokussiert. Menschen genießen einfach gerne positive Emotionen wie Zufriedenheit oder Ausgelassenheit. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld spielen positive Emotionen eine besondere Rolle. Denn eine positive Stimmung erweitert die Wahrnehmung und fördert zusätzlich unsere kognitiven Fähigkeiten. Stellt euch für einen Moment Folgendes vor. Ihr fühlt euch richtig gut, seid bester Laune, energetisiert und optimistisch. Verweilt bitte für einen Moment in diesem Zustand. Je intensiver ihr euch in dieses Erleben hineinversetzt, desto mehr werdet ihr bemerken, dass euer Zustand zu einer ganz körperlichen Erfahrung wird. Vielleicht breiten sich angenehme Gedanken in eurem Kopf aus oder ihr spürt ein Gefühl von Wärme. Möglicherweise bemerkt ihr, dass sich eure Körperhaltung verändert oder dass euer Atem ein wenig leichter fließt. Wozu das gut ist? Ganz einfach, es fühlt sich gut an. Wer sich gut fühlt, kann nicht gleichzeitig schlecht drauf sein oder an sich zweifeln. Wenn ihr euch täglich in einen Zustand positiver Stimmung versetzen könnt, hilft euch das langfristig dabei, euer Wohlbefinden zu stärken und resilienter gegen negative Umwelteinflüsse zu werden. Baustein 2: Engagement. Beim Engagement geht es darum, durch sinnvolle und soziale Aktivitäten und die dadurch entstehende Erfahrung in einen Zustand des Flows zu gelangen. Genauso wie positive Gefühle wird auch das Engagement subjektiv eingeschätzt. Im Unterschied zu den positiven Emotionen, die sich zumeist auf die Gegenwart beziehen, werden positive Gedanken und Gefühle beim Engagement erst rückblickend wahrgenommen. Aus Engagement folgt zumeist eine Win-Win-Situation. Ihr könnt nicht nur andere unterstützen, sondern ihr werdet durch euren Einsatz in Form von Dankbarkeit entlohnt. Es gibt unterschiedliche Felder und Lebensbereiche, auf denen ihr euch im Großen sowie im Kleinen engagieren könnt. Hier ein paar Beispiele für mögliche Einsatzbereiche: Nachbarschaftshilfe, Umweltschutz, Tierschutz, Kinder- oder Altenbetreuung, Nachhilfeunterricht geben oder unterstützt durch sportliche und kulturelle Angebote. Die Möglichkeiten, euch zu engagieren, sind mannigfaltig. Der beste Zeitpunkt zu beginnen ist genau jetzt. Durch das positive Feedback, welches ihr aufgrund eures Engagements erhaltet, wird euer Selbstbewusstsein wachsen und ihr werdet lernen, immer mehr an euch und eure Wirkung zu glauben. Baustein 3: Positive Beziehungen. Das soziale Miteinander gehört zu den bedeutsamsten Aspekten eures Lebens.
Viele Menschen suchen aktiv nach emotionalen und physischen Interaktionen mit anderen Menschen. Sei es durch gemeinsames Feiern, Aktivitäten in Vereinen oder Unterstützung sozialer Projekte. Gemeinsam gewinnen diese Handlungen an Wert und machen zusätzlich noch mehr Spaß. Starke Beziehungen können euch in schwierigen Zeiten Halt geben und eine Quelle der Freude sein. Besonders zufriedene Menschen haben in der Regel einen guten Draht zu anderen Menschen. Zudem verbringen sie im Schnitt mehr Zeit mit Freunden und Familienangehörigen als weniger glückliche Personen. Auf der einen Seite machen uns soziale Beziehungen glücklich, auf der anderen Seite fällt es zufriedenen Menschen vermutlich schlicht leichter, Kontakte zu knüpfen. Gute Beziehungen zu anderen Menschen gehen zahlreiche Studien zufolge mit einer besseren Gesundheit einher. Nicht zuletzt, weil nahestehende Menschen auch unser gesundheitsbezogenes Verhalten beeinflussen, glauben zumindest einige Forscher. Eine besondere Rolle kommt hierbei auch eurem Partner oder eurer Partnerin zu, die euch dazu motivieren und dabei unterstützen kann, euch mehr zu bewegen, ungesunde Laster aufzugeben oder einfach häufiger zum Arzt zu gehen und Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen. Der Beziehungsstatus als auch die Qualität eurer Liebesbeziehung sind starke Prädiktoren dafür, ob ihr ein hohes Alter erreichen werdet. Baustein 4 – Sinn. Gehen, reisen, fahren, eine Fährte suchen, eine Richtung nehmen. Diese Bedeutungsebenen stecken im indogermanischen Wort Send, in welchem das Wort Sinn wurzelt. Dies zeigt euch, dass Sinn durch vielerlei Aktivitäten von euch entstehen kann. Ein wichtiges Element von Sinnhaftigkeit ist, dass ihr das Gefühl bekommt, dass euer Handeln einem höheren Zweck bzw. einer größeren Sache dienlich ist. Sinngebend könnte beispielsweise der Einsatz eigener Stärken für andere Menschen oder die aktive Beteiligung an Themenbereichen sein, bei denen ihr das Gefühl habt, dass ihr Dinge zum Guten bewegt. Als Beispiel wäre hier die ehrenamtliche Unterstützung von Umwelt- oder sozialen Projekten zu nennen. Ein sinnerfülltes Engagement in diesem Bereich wird sich positiv auf eure Sinnsuche auswirken. Die Beschäftigung mit dem Sinn spiegelt eure eudaimonische Sichtweise wider und gehört wie viele andere Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, zu eurem Leben dazu. Sinnsuche ist also eine eher individuelle Angelegenheit und hat offenbar mit Bedeutsamkeit, Wertvollem und als richtig Empfundenen zu tun. Hilfreich ist es, dass ihr euch nicht nur auf eine sinnerfüllende Sache, ein sinnerfüllendes Thema konzentriert, sondern dass ihr euch mehrere Sinnquellen erschließt, um dadurch eine gewisse Balance zu erhalten. Bricht euch einmal eine Sinnquelle weg, habt ihr Alternativen, um dieses Wegbrechen zu kompensieren. Baustein 5 – Errungenschaften. Der Baustein Errungenschaften beinhaltet, expliziten Zielen in eurem Leben nachzugehen, in eurem Leben fortzuschreiten und das Gefühl zu haben, tägliche Aktivitäten ausüben zu können, die ihr positiv beeinflussen und gestalten könnt. Erfolg, Leistung und Kompetenz werden um eurer selbst willen gesucht und tragen dadurch zu eurem Wohlbefinden bei. Martin Seligman selbst verknüpft das Element des Gelingens im Flourish mit der Grit-Theorie von Angela Duckworth. Grit ist eine ausgeprägte Form der Selbstdisziplin. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Theorie ist, dass herausragende Leistungen nicht vom IQ einer Person abhängen, sondern dass der Charakter und vor allen Dingen die Willensstärke, wie sehr man sich für eine Sache anstrengt, entscheidend sind. Die Formel lautet, Leistung ist gleich Können mal Anstrengung. Eine, wie ich finde, sehr spannende Sichtweise auf diesen letzten Faktor des Perma-Modells, weil es sich wiederum um etwas handelt, das ihr selbst in der Hand habt. Ihr müsst allerdings schon auch etwas dafür tun, um eure Ziele zu erreichen. Im nächsten Video gehen wir tiefer auf einen Baustein von Martin Seligmans Perma-Theorie ein. Wir werden uns in 14 Tagen ausführlich mit dem Thema positive Emotionen beschäftigen. Bis dahin unterstütze ich euch gerne durch ein individuelles Coaching auf Basis der Perma-Theorie, eurem Ziel permanenten Wohlbefindens Schritt für Schritt näher zu kommen. Hat euch das Video gefallen und fühlt ihr euch bei Build Future Mindset gut aufgehoben? Abonniert den Kanal, hinterlasst uns ein Like oder schreibt uns was Nettes in die Kommentare. Für ein individuelles Coaching mit mir besucht unsere Website und kontaktiert mich per Mail oder telefonisch. Bis bald!
Euer Danny.